Hi Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Markus und ich werde euch heute den Olli Backside Molly 80 erklären. Ja, der Olli Backside 180 ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Trick, denn der öffnet die Türen für viele weitere schwere Tricks. Das sind generell Blindlandungen über Obstacles, später auch Blindlandungen bei Inverts, aber darüber hinaus gut ist halt tierisch das allgemeine Fahrgefühl, das Boardgefühl und das Gefühl für die gesamte Salva. Ja, bevor ihr den Backside 180 probiert, solltet ihr folgende Tricks beherrschen. Das ist zum einen ein sicherer, normaler, hoher Olli, ein Olli Frontside 180, sowie einen geslideten Backside 180. Stellt auf jeden Fall sicher, dass er diese Tricks vorher sicher beherrscht, weil ansonsten macht es wenig Sinn, den Backside 180 zu probieren. Der nächste Schritt, der bei dem Backside 180 zum Erfolg führt, ist die richtige Position an der Seilbahn. Man kann den Trick zwar von der Körperhaltung und von der Ausführung sehr gut umsetzen, wenn man das aber an der völlig falschen Position der Seilbahn macht, wo der Winkel nicht stimmt, wo der Zug der Leine nicht stimmt, wird es am Ende trotzdem nicht zum Erfolg führen. Deswegen achte bitte darauf, dass wenn ihr den Trick das erste Mal probiert, dass ihr das direkt nach dem Motormast auf der ersten Gerade macht, weil der Punkt eignet sich optimal, den Trick zu üben. Man kann ihn zwar später, wenn man den Trick kann, auch an anderen Positionen der Seilbahn ausführen, aber zum Üben ist die Stelle wirklich optimal geeignet. So, der nächste Punkt ist die richtige Anfahrt. Wenn ihr rechts vorne steht, fahrt bitte nach rechts außen vom Seil weg. Wenn ihr links vorne steht, fahrt nach links und nach innen vom Seil weg. Ihr solltet weder mit voller Kraft nach außen ziehen, noch direkt unter dem Umlaufseil mit normaler Geschwindigkeit fahren, sondern einfach ein wenig nach außen fahren, das Seil entlasten, damit man dadurch eine gute Basis für den Absprung schaffen kann. So, wenn wir dann von der Anfahrt in die Absprungphase kommen, kommen wir an einen Punkt, wo sich dann später entscheidet, ob wir den Trick weiterfahren und stehen können oder eben nicht. Viele von euch, die den Trick schon mal probiert haben, kennen bestimmt folgendes Problem. Man springt ab, man dreht sich, landet ungefähr in der Position, hier hat dann einen ganz langen Arm und einen mega Zug auf dem Seil und keine Idee, wie man das Seil irgendwann übergeben kann und den Trick weiterfahren kann. Damit das am Ende besser funktioniert, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass wenn ihr abspringt, dass ihr nicht nach außen von der Seilbahn wegspringt, ja, sondern dass ihr dann parallel zum Umlaufseil, geradeaus in Fahrtrichtung, in der Art nach vorne abspringt. Das ist dann die Basis, damit man den Trick gut drehen kann und am Ende stehen und weiterfahren kann. So, wenn wir dann von der Anfahrt in die Absprungphase kommen und das Wasser verlassen, müsst ihr bitte als erstes darauf achten, dass ihr genug Körperspannung aufbaut, nicht einfach nur schlaff an dem Seil dranhängen, weil das wird am Ende nicht gut funktionieren. Wenn wir dann in die Rotationsphase kommen, ist der erste wichtige Punkt, auf den wir achten müssen, dass die Armlänge richtig stimmt. Ja? Achtet bitte darauf, dass ihr beim Absprung den Arm nicht komplett auf ganzer Länge gestreckt habt, ja? Dass ihr den Arm aber auch nicht komplett am Körper dran habt, sondern genau halbmittig, ja? Leicht ausgestreckt, sodass wir auf der einen Seite ein bisschen Körperspannung aufbauen können, dass wir aber zum anderen noch genug Weg und Zeit haben, um die Leine und den Arm bei der Rotation an den Körper ranzuziehen. So, wenn ihr dann die Rotation richtig einleiten wollt, passt jetzt gut auf. Das Ganze funktioniert so, dass wenn ihr die Rotation einleiten möchtet, zum einen erstmal mit dem Kopf und mit dem Oberkörper die Rotation und die Drehung vorgebt. Wenn ihr das tut, müsst ihr parallel mit dem halb ausgestreckten Arm, wie eben erklärt, das Seil aktiv dabei an die Hüfte, an den Körper ranziehen, um das Ganze zu unterstützen. Das ist also eine Kombination daraus, dass man den Kopf und den Körper vordreht und die Leine ranzieht. Wenn ihr dann circa die ersten 90 Grad gedreht und die Rotation eingeleitet habt, ja, und dann ungefähr in dieser Position hier seid, der Arm auf halber Länge am Körper dran ist, dann ist der entscheidende letzte Punkt, um die Rotation zu vollenden und den Trick zu stehen, dass ihr dann richtig aktiv das Seil an den Körper, an die Hüfte ranzieht, um die Rotation vollenden zu können, mit einem entspannten Seil eine Basis für die Landung zu schaffen. So, dann kommen wir schon zu dem letzten Punkt, nämlich die richtige Landung. Wenn ihr den Trick richtig vorrotiert habt, ja, und kurz vor der Landung seid, achtet bitte darauf, dass ihr das Brett etwas mehr auf den hinteren Fuß belastet, weil dadurch könnt ihr vermeiden, dass ihr mit der Nose einstecht und im Wasser hängen bleibt. Das zweite, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ihr bei der Landung keine steifen Beine macht, sondern dass ihr leicht in den Knien den ganzen Trick weich abfedert. Dabei kann man auch schon wunderbar sehen, dass der Körperschwerpunkt mittig über dem Brett sein sollte und natürlich nicht hinter dem Brett. Schaut auch bitte, dass ihr mit dem Kopf nicht nach hinten guckt, ja, so dass ihr dann, wenn ihr landet, mit den Augen und mit dem Kopf am besten direkt auf die Füße nach vorne, auf das Board und das Wasser schaut. Weil dann könnt ihr die Basis dafür legen, dass ihr bei der Landung mit der Nose und mit der Spitze vom Board parallel zur Seilbahn und aktiv in Fahrtrichtung landet. So könnt ihr das Seil richtig entlasten, damit ihr weniger Zug habt und dann am Ende von dem Trick die Leine übergeben und den Trick stehen und weiterfahren könnt.
So Leute, das war der Olli, Backside 180. Wie schon gesagt, ein unfassbar wichtiger Trick, den ihr auf jeden Fall sicher lernen und beherrschen solltet, damit ihr später auch weitere schwere Tricks lernen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr den Trick vielleicht sogar zum ersten Mal gestanden habt, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt dazu auch gerne was in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Ihr könnt auch alternativ mal bei Facebook vorbeischauen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, bis dahin.